Hi, Candice Carter Thoughts to Go, die deutsche Version von, die englische habe ich schon gemacht, mal sehen, wie es das Deutsche hinkriegt. Das Thema, ein bisschen Entscheidungen treffen, um neue Wege zu gehen. Und dann zu entdecken, dass vielleicht die alten Wege immer noch eine Anziehungskraft haben. Also ich kann nur mal ein Beispiel nehmen, ich schreibe seit 3 Jahren, ich male kaum noch, Zeichnungen, nur ein bisschen, manchmal im Unterricht. Und das Schreiben hat mich in ihre Bahn, in ihr Bahn. Ich schreibe so länger, als ich male. Das ist ja manchmal, denke ich, eher dann mein Medium. Aber was ist denn ein Medium, wenn Verschiedenes einem anzieht? Okay, ich bin einfach, sagen wir mal so, ich bin in eine Ausstellung gegangen, das heißt systemrelevant. Hier im Karlsruhe in der Kunsthalle. Museen sind für mich Orte der Erkenntnisse, Orte der sicheren Orte. Orte, wo ich weiß, jemand hat, Künstler haben über Jahrhunderte sich bemüht, ein Statement zu machen, was die Gesellschaft angeht. Kunst ist systemrelevant, auch wenn wir das nicht so einstufen. Kunst ist immer ein Barometer, es ist Thermometer, es weiß, es deutet darauf hin, was in der Gesellschaft los ist. Es ist eine, egal ob geschrieben oder gemalt oder gesungen. Schau mal auf die Kunst, dann wisst ihr viel über die Gesellschaft. Und für mich die Kunstgeschichte, ich hatte so gut wie keine Lehrer, ich konnte nur die Bilder von toten Künstlern angucken. Und ich gehe in diese Ausstellung und bin sofort wieder in diese Zauber gekommen. Ich laufe rein, ein kleines Picasso, nichts Besonderes, eine arme Familie, ein Kind liegen, ein Vater, eine Mutter, eine Ätzung und dann gehst du weiter und du triffst alte Freunde. Für mich sind sie alte Freunde. Ich treffe ein Goya, ein wunderbar, so klein, so kleine Radierung. Da trägt ein Mann ein toter Junge auf dem Rücken. Nur hell dunkel, nur angedeutet. Unglaublich treffend, unglaublich dicht. Die Kunst verdichtet. Und die bildende Kunst im Besonderen, die ist nicht in Film, sie kann nicht reden, sie schreibt nicht, die ist stumm, die ist begrenzt. Um das verdichten zu können. Und ich war wieder, ich ging weiter, überall Bilder, überall habe ich Kollegen getroffen, die ich schätze. Und war so hingerissen und gedacht, oh, vielleicht will ich doch wieder malen und zeichnen. Ja. Vielleicht kennt ihr das von eurem Bereich. Man meint, einen Abschied zu nehmen und dann ist der Abschied noch nicht ganz vollzogen und das Alte zieht noch und das Neue zieht. Das ist ein blöder Vergleich, aber so wie zwischen zwei Liebhaber, ja? Und gehe ich dahin, kann ich beide? Ja, wie auch immer. Hab Mut, Leute, wenn was Neues anzieht, schau mal hin. Wenn das Alte aber noch eine Faszination hat, schließ die Tür neu. Noch nicht. Lass sie auf. Vielleicht gibt es eine Kombination von beiden Sachen. Das wird man ja sehen. Das war mein Interesse heute, euch das zu sagen. Die Welt ist voll Wunder und vielleicht entdeckt man das in der Mathematik, in der Physik. Vielleicht entdeckt man das im Garten. Das spielt keine Rolle. Ja? Hauptsache, man geht diese Sachen nach, weil sie sind unglaublich lebensbereichernd. Okay, das Wort zum Sonntag oder das Wort zum Montag. Ich versuche jetzt immer Montag zu posten. Das ist jetzt Thoughts to Go für die erste Playlist und ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.